Moin, wenn du auch wissen willst, wie man so eine Maske mit seinem eigenen Gesicht drauf ganz einfach selber zu Hause herstellen kann, dann bleib dran. Ich erkläre, wie es geht. Bis gleich. Okay, ich habe verschiedene Masken bis jetzt bekommen. Die hier zum Beispiel, ganz praktisch, sieht sogar cool aus, kann man auch gut durchatmen. Dann habe ich noch die Maske, kann man beim Einkaufen wohl mal eben eine Viertelstunde tragen. Dann habe ich letztens angefangen, selber Masken zu bauen. Aber ich habe mal eine ausprobiert, ne? Ich hatte da so eine Idee. Diese Maske zum Beispiel habe ich aus einem Kaffeefilter gebaut. Ich fand die Idee eigentlich ganz geil. Umsetzung eher katastrophal. Ich operiere ja niemanden, ich gehe ja nur einkaufen. Also mit der würde ich jetzt nicht gerade einkaufen gehen. Erinnert mich auch ein bisschen an, warte mal. Oder von der Seite so ein bisschen an Cyril Sneer von den Raccoons. Kennt ihr den noch? Dann auf jeden Fall habe ich ein Video gesehen von einem Typen, der hatte eine Maske mit seinem eigenen Gesicht drauf und das fand ich mega geil. Und dann ist mir eingefallen, ich habe doch noch diese Transferfolien hier liegen. Es ist so, es gibt zwei verschiedene davon. Das eine ist für helle Klamotten, das andere für dunkle Klamotten. Ich würde immer die für dunkle Klamotten nehmen, weil einfach die sind, da kommen die Farben einfach viel geiler und echter raus hinterher. Deswegen habe ich hier unten mal welche verlinkt. So, und diese Dinger, diese Transferfolien werden ganz einfach mit einem Tintenstrahldrucker bedruckt und hinterher mit einem Bügeleisen auf zum Beispiel T-Shirt-Stoff aufgebügelt. Dafür muss man aber erstmal ein Foto von seinem Gesicht haben. Und ganz normales Foto ist halt schwer, weil, ja, übrigens sehe ich von der Seite aus, als ob ich ein Boxer wäre und mir schon achtmal die Nase gebrochen wurde. Also man muss ja ein bisschen dreidimensional denken. Deswegen musste ich es irgendwie hinkriegen, mein Gesicht so breit zu machen. Da habe ich kurz überlegt und ist mir eingefallen, klar, ganz einfach, nämlich so. Ich habe also mein Gesicht auf den Scanner gelegt. Das Ergebnis. Aber wäre halt eine Möglichkeit. Trotz alledem kann man auch ganz einfach ein Foto machen von vorne, eins von der Seite, noch eins von der Seite, das ein bisschen zusammenbauen in so einem Bildbearbeitungsprogramm oder so. Allerdings, wenn ihr das alles nicht zu Hause habt, ja, dann könnt ihr auch eine Maske machen, die halt einfach nicht bis ganz hier hinten geht. Einfach nur ein Foto von vorne machen, diesen Gesichtsausschnitt nehmen und das als Maske machen. Hier und hier einfach nur ein Band dran, ums Ohr, fertig. Das wäre so die ganz, ganz einfache Variante. Okay, einmal zusammengefasst. So now you're here again, knocking at my door. A little too late for, I'm sorry for. The lights went out cause you kept cutting the cord. And I started to fade into your grave. See, I finally opened up my eyes. And I saw me coming back to life. That I'd be better. Das erste Modell, ne, also mein Prototyp sozusagen, habe ich einfach hier an beiden Seiten links und rechts Löcher reingeschnitten, damit man das Ganze dann übers Ohr ziehen kann. Und ich glaube auch, dass das für viele eigentlich die einfachste Lösung ist, sowas zu machen. Hier ist mir jetzt halt nur aufgefallen, ich habe hier extrem schwarze, extrem dunkle Augenränder hier vorne, die in echt nicht ganz so schlimm aussehen. Deswegen habe ich halt dann hinterher auf dieser Maske einfach mal in Photoshop mit dem Stempel ein bisschen das heller gemacht. Also das war so mein zweiter, zweieinhalbster Maskenschritt. Ich habe dann Folgendes gemacht und habe mir einen Draht genommen und den hier hinten einfach von innen draufgelegt und übergebügelt mit T-Shirt-Folie unbedruckt. Einfach nur, damit der Draht da drin stecken bleibt sozusagen. Das ist nicht die Endversion, aber ich zeige mal ganz kurz, was man da jetzt schon mitmachen kann. Nämlich ich kann jetzt das Ganze hier wirklich andrücken und es bleibt dann auch in der Form wie meine Nase. Man kann es von oben ganz gut sehen. Ach so, was ich noch mal eben zwischendurch schon mal sagen kann, das hier vorne drauf ist halt komplett eine Gummischicht sozusagen. Das heißt, das ist jetzt nichts, was man irgendwie einen Tag lang aufhaben kann. Also ich kann hier gut durchatmen, ich kann auch gut sprechen damit. Die Luft geht halt nicht durch den Stoff durch hier vorne, sondern geht eher irgendwie hier unten und hier oben raus. Wie bei allen anderen Masken, die ich hier habe auch, es ist halt kein uneingeschränktes Atmen möglich, aber das habt ihr alle ja schon gemerkt. Diese ganzen Masken schränken einen ja doch so ein bisschen ein.
Dann habe ich zum Schluss Folgendes gemacht. Das ist jetzt auch wirklich so die Maske, mit der ich im Endeffekt jetzt zufrieden bin. Ich bin weggegangen von diesen Schlitzen mit den Ohren durchstecken und habe einfach hier so ein schwarzes, elastisches Gummiband hinten dran gemacht. Aber so grundsätzlich ist das eigentlich die Maske, mit der ich echt gut leben kann. Die sieht auch echt einfach nur spooky aus, ne? So, der letzte kleine Trick oder Schritt, den ich halt noch irgendwie für mich rausgefunden habe, wie es echt ganz gut geht, ist, ich habe Folgendes gemacht. Zeig's mal an einer anderen Maske. Ich habe halt, wenn das jetzt hier oben sein soll und ich möchte da einen Draht reinlegen, habe ich einen Draht genommen, ungefähr so 10 cm breit, circa. Habe das Ganze dann umgeschlagen, das heißt, der Draht war genau hier oben im Knick. Da liegt jetzt der Draht drin. Dann habe ich hier drüber einfach, man hätte es auch nähen können, aber das kann ich halt nicht. Ja, um den Draht halt da drin zu fixieren, nähen, kleben, was weiß ich, sollte aber irgendwie halt elastisch bleiben, damit man das auch weiterhin bewegen kann. Ich habe es einfach so gelöst, ich habe nochmal so einen Streifen von der T-Shirt-Transferfolie genommen und habe die hier rübergelegt und nochmal angebügelt, um einfach das Ding festzumachen. Also hier kann man es nochmal sehen, das ist hier oben der umgeknickte Bereich. Der Draht steckt direkt im Knick hier oben drin. Naja, ach so, genau. Das Ganze ist nicht komplett flach, sondern ich habe es so ein bisschen gewölbt. Ja, man kann es, glaube ich, erkennen. Das habe ich gemacht, indem ich die ganze Maske ganz einfach erhitzt habe nochmal und dann im heißen Zustand übers Knie gezogen. Dadurch kriegt man halt so eine kleine Gesichtswölbung hier rein. Genau, das ist so mein erster Versuch gewesen. Genau, das ist dann halt der zweite. Da habe ich dann mal die Nase und den Mund ausgetauscht. Hier das Ganze dann nochmal mit rausgestreckter Zunge und der erste Versuch mit Draht im Nasenbereich. Genau, und letzter Versuch, beziehungsweise da bin ich jetzt sozusagen dann bei stehen geblieben und habe gesagt, das reicht mir, da kann ich mit leben. Mit Sicherheit kann man diese Masken noch viel weiterentwickeln und viel ausgefeilter machen. Wie das Ganze dann in freier Wildbahn aussieht, wenn man das anhat, um damit einkaufen zu gehen. Also, die Maske in Verbindung mit, na, ich sag mal, eine Sonnenbrille zum Beispiel. Also, so finde ich, kann man kaum noch erkennen, dass ich eine Maske aufhabe. So hingegen, okay. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann wäre es total geil, wenn ihr mir ein Abo dalassen würdet. Denkt dran, die Glocke zu aktivieren, damit ihr auch immer benachrichtigt werdet, wenn ich ein neues Video mache. Und, ich mache natürlich nicht nur so Tutorials oder irgendwie, keine Ahnung, sondern alles Mögliche. Zum Beispiel guckt euch mal dieses Video hier oben an. Da mache ich eine Zeitreise 4 Monate zurück vor die Pandemie und besuche mich einfach mal selber und erzähle mir so ein paar Sachen. Oder hier, da geht es so ein bisschen um mein Gewissen mit Engeln und Teufel. Wie gesagt, einfach mal abonnieren und da kommt bestimmt noch ein bisschen mehr demnächst. Bis dann!